Hallo, moin moin und guten Tag. Mein Name ist Michael Karlstadt und ich habe mir heute Verstärkung mitgebracht. Ja, ich bin die Jill. Und wir sind heute im Angelpark Dörnter Klippen am Premium-Teich. Was wollen wir machen? Ja, wir wollen ein paar Spoons und Gummis ausprobieren, ne? So sieht's aus. Ja. Die neuen Gummis vor allen Dingen. Also ja. Snake und Kong. Ja. Und da schauen wir mal, was die Vogeln machen. Ja. Und der erste Fisch des Tages geht an Jill. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, Jill, was möchtest du heute machen? Ja, ich wollte heute mal die Kongs ausprobieren. Ja. Die habe ich selber noch gar nicht gefischt. Ja. Und habe mir jetzt auch schon ein paar Haken vorbereitet. Ja, genau. Okay. Verschiedenen großen Perlen. Ja, genau. Sehe ich hier vorne, da hast du die dicken Perlen, die natürlich dann schneller sinken. Richtig, genau. Ich habe jetzt hier mal eine ganz kleine dran gemacht, weil ja. Ich glaube, die Forellen stehen heute ziemlich weit oben. Ja, genau. Wir haben ja vorhin schon welche gesehen, dass die oben rumgezuppelt haben und so weiter. Genau. Ja, probier aus. Ja. Genau, verschiedene Farben. Gut. Ja, und ich werde es probieren mit unterschiedlichen Spoons. Da werde ich auch mal gucken, wahrscheinlich relativ kleine, leichte Spoons nehmen, damit ich dann eben nicht so weit unter den Fischen dann angel, sondern eben auch versuche, im oberen halben Meter oder oberen 70 cm oder sowas zu bleiben. Ja. Probieren wir aus. Also mit meinen Spoons hier. Die fängen mir hier die Fische weg mit ihrem Gummi und ich fange gar nichts auf Spoon. Und wieder auf dem Kong. Ja. Auf dem Kong in weiß, weiß-gold. Der erste mit Spoon. Heute auch wieder ein Spoon. 3-2 für Spoon, wenn ich ihn rauskriege. Ja, auf die Gummis heute Morgen lief es schon echt gut. Da hatte ich schon die ersten Fische, bevor Michael überhaupt irgendwas an der Route hatte. Aber jetzt passiert gerade gar nichts mehr auf Gummi und jetzt steige ich mal aufs Spoon um und mal gucken, ob da was drauf geht. Ja.
Da kommt er. Ja, für unser erstes Date habe ich dir mal was mitgebracht. Und zwar eine neue Route, Area Spark. Ja. Ich bin gestern gerade in der Firma gewesen, bei Fishing Tackle Max. Sind gerade ganz frisch angekommen. Ganz neue Rolle, ganz neue Schnur, ganz neue Route. Die Area Spark hat, du fischst ja sonst die Finesse Limited. Richtig. Und damit bist du ja zufrieden, sagst du. Ja. Genau, ich fische ja die Finesse praktisch in dieser rosa Version. Du magst du ja nicht so gern, die rosa Version. Nein, nicht so. Genau, ich finde die ja ganz toll. Und die Spark ist eigentlich eine ähnlich schöne Route. 3,5 Gramm Wurfgewicht, semiparabolische Aktion, um das mal zu zeigen hier. Auch das heißt, sie geht oben eigentlich sehr schön weg, gerade zum Gummiangeln. Ja. Habe ich gedacht, wäre das genau das Richtige. Dann eine ganz neue Rolle, die Kymex. Sehr, sehr leicht. Sehr schöne Bremse, gefällt mir ausnehmend gut, aber ich habe sie auch, wie gesagt, noch nicht gefischt. Ich habe sie gestern wirklich mitgenommen, ist ganz, ganz frisch da, ganz frisch auch, wird jetzt gerade an die Händler ausgeliefert. Und eine ganz dünne geflochtene Schnur von Umura Baits auch. Da gibt das erstmal. Ja, danke schön. Die Schnur hat keine Dickenangabe, sondern nur eine Gewichtsangabe. Die hat also eine Tragkraft von 3,6 Kilo, irgendwas um den Dreh, also relativ dünne Schnur, das wird so 0,04 ungefähr sein, also schon was Dünnes. Ich habe jetzt auch noch mal davor gemacht, ungefähr 1 Meter Fluorocarbon-Vorfach. Ja. Ja, Snap dran, kannst du deinen Köder dran machen und loslegen. Ja, dann mal gucken. Ja. Aber sie ist schon schick, ne, mit dem Korkgriff. Ja, doch, die sieht schon gut aus. Ja. Mal gucken, was die im Wasser kann. Ja, genau, schauen wir mal, genau. Da haben wir wieder einen drauf. Auf dem Spark, der Fisch war ein bisschen tiefer. Und ich finde halt wunderbar, wie die Strike Area auch arbeitet. Ne? Die hat eine schöne weiche Spitze. Und geht dann aber auch wirklich bis ins Handteil runter. Man merkt selbst bei diesen, das sind ja so Fische vielleicht um die 500 Gramm, dass die richtig, ja, dass die Rute richtig mitarbeitet. Ja, ich habe jetzt mal einfach auf die Curve gewechselt, eine Route mit einem ganz weichen Blank und man sieht das, die bewegt sich wirklich bis ins Handteil. Dafür hat man wirklich mit der Route kaum Aussteiger. Eine Route muss ich noch ausprobieren heute, das ist die Curve. Das ist ein super weicher Fliegerutenblank. Und das ist eine Route mit 3,2 Gramm Wurfgewicht, relativ langer Korkgriff auch.
Ich bin mal gespannt, ich will ja gleich mal mit fischen. Ja, ich auch. Ja, schon lustig, ne? Ja. Guck mal hier, dann mal einmal, dass wir den Zuschauern mal eben einmal zeigen, wie weich diese Route wirklich ist. Also bei den anderen Routen ist es ja so, dass der hier vorne weggeht, der geht praktisch gleich weg bis ins Handteil. Also wirklich super, 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 super weich. Und ich denke, damit machen auch kleinste Forellen richtig Spaß. Ja. Für Lachsforellen würde ich die jetzt nicht einsetzen, aber für normale Portionsforellen, da ist die Route schon richtig rum. Ja. Oh, da haben wir wieder einen. Das ist halt wirklich der Wahnsinn mit der Curve, die Route bewegt sich oder biegt sich wirklich bis ins Handteil und man hat praktisch keine Aussteiger, auch wenn der Fisch ganz vorne gehakt ist, der die ganze Route gibt nach, das ist wirklich klasse. Auf Gummi wieder. Rosa Gummi, pinkes Gummi an der pinken Route. Ja, alles rosa heute. Auch wenn ich nicht mag. Wieder ein auf den Pong. Ja, wie war es das erste Mal vor der Kamera? Ja, nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, okay. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Ja, glaube ich. Ja, und das Fazit beim Fischen? Ja, heute Morgen lief es ja sehr gut auf Gummi erst und dann hast du mich ja irgendwann überholt. Ja. Und dann bin ich auch aufs Spoon umgestiegen, ja. Und dann konnte ich auch noch die eine oder andere überlisten. Ja. Ja. Also ich denke, man muss wirklich einfach flexibel sein. Ja. Nicht nur sagen, nur Spoon, nur Gummi, nur eine Farbe, sondern man muss wirklich dann aus rumprobieren. Richtig, genau. Ich glaube sogar noch, dass wenn wir in der Mittagszeit, wir haben heute nur eine Halbtagskarte gehabt, wenn wir in der Mittagszeit noch umgestiegen wären oder am späten Vormittag auf normale Posenmontage und geschleppt hätten mit Bienenmagen, dass wir dann noch ein paar Fische gefangen hätten. Ja. Das kann gut das sein. Kann, ne? Ja. Also haben wir nicht ausprobiert, weil wir es einfach nicht mit hatten, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass wir dann auch noch da Fische bekommen hätten, wo wir jetzt einfach mit Spoon nichts mehr bekommen haben in der Mittagszeit, wo die Fische einfach aufgehört haben zu beißen. Die Fische waren einfach, haben sowieso sehr spitz gebissen, die hatten teilweise wirklich so gerade eben am Hautfältchen. Ich glaube auch nicht, dass das Schleppen mit Paste so super gut gewesen wäre, sondern ich glaube, wenn, dann wirklich mit Bienenmale. Dass man Naturköder hat, die Fische nehmen das ins Maul, schmecken das und spucken es nicht wieder aus, sondern schlucken wirklich runter. Ja. Ich freue mich darüber, dass ihr zugeschaut habt. Wünsche euch jede Menge dicke Fische bis zum nächsten Donnerstag. Und würde mich natürlich über ein Like oder über ein Abo freuen. Bis dann. Bis ciao. Dann.